Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Bernies Bike Adventure. In diesem Video geht es um den härtesten Tag, den ich jemals am Rad verbringen durfte. Und zwar habe ich versucht, im Sommer den Stoneman Dolomiti mit dem Rennrad in der Goldversion zu schaffen. Das sind 200 Kilometer und 5000 Höhenmeter, die es gilt, an einem Tag zu absolvieren. Und wie es mir dabei ging, finden wir jetzt gemeinsam heraus. Willkommen zu meinen Aufnahmen vom Stoneman. Ich habe euch dieses Video in zahlreiche Kapitel aufgeteilt. Die genauen Infos gibt es unten in der Beschreibung. Ich war wieder mit meinem guten Freund Max unterwegs. Ein Stoneman ohne ihn ist natürlich nicht möglich. Schauen wir uns mal an, wo wir hier unterwegs waren. Wir befanden uns hier in Italien, um genauer zu sein, im Norden Italiens, in den Dolomiten. Und wenn man sich das Ganze mal auf der Original-Stoneman-Karte anschaut, kann man sagen, geht es einmal um den Dreizinnen herum. Plus noch ein kleiner Extra-Loop hier links unten im Bild zu sehen. Als wir nach einer Unterkunft gesucht haben, war uns wichtig, dass man die Reservierung auch kurzfristig kostenlos stornieren kann, falls das Wetter nicht mitspielt. Somit sind wir dann über Booking zu einer Unterkunft mitten auf der Straße gekommen, und zwar das Refugio Hospitale, wo wir 3 Nächte reserviert hatten. So, an dieser Stelle möchte ich noch kurz erklären, was ein Stoneman ist, falls ihr noch nicht meine anderen Videos gesehen habt. Ein Stoneman, das ist eine Challenge, wo man eine vorgegebene Strecke in 1, 2 oder 3 Tagen absolvieren kann. Je nachdem, wie lange man für die Strecke braucht, erhält man dann gegen eine Gebühr einen Finisher-Stein, entweder in Gold, Silber oder Bronze. Ich habe schon 2 Stoneman gemacht, jeweils in Silber, und fand es somit schön, diese Challenge mit einem 3. und letzten Stein in Gold abzuschließen. Ist das ein Traum hier? Das ist der Wahnsinn. Hier ist Cortina d'Ampezzo. Die Motivation ist so hoch. Ein Wahnsinn. Wir sind also um 6 in der Früh losgestartet. Zuerst ging es ein bisschen bergab und dann kam auch schon der erste Anstieg des Tages. Und zwar rauf den Passo di Falzarego. 16 Kilometer lang, 900 Höhenmeter. Relativ angenehme Steigung. Die Durchschnittssteigung war 5,6%. Es war wirklich ein schöner Berg, um sich aufzuwärmen. Guten Morgen, jetzt melde ich mich mal mit einer Aufnahme hier. Die Abfahrt in der Früh war ein bisschen frisch, vor allem die Straße war noch feucht. Gestern in der Nacht gab es ein großes Gewitter mit Hagel und somit wurde einiges auf die Straße gespült. Das heißt, heute die Abfahrten, wo ich eigentlich dachte, dass man ein bisschen Zeit aufholen kann, die werden wir eher entspannt angehen. Und ja, dann ging es runter nach Cortina d'Ampezzo. Wie man im Hintergrund sehen kann, die Sonne dann rausgekommen, wunderschön. Und jetzt geht es da am ersten Pass rauf. Und da nütze ich gerade ein bisschen ein flacheres Stück hier zum Essen und zum Filmen. Ja, hier im Schatten eher noch relativ frisch. Mittlerweile 10 Grad. Hier sieht man noch ein bisschen den Hagel von gestern Nacht. Nicht, dass ihr glaubt, ich erzähle euch irgendwelche Geschichten. Und hier ein bisschen den Dreck auf der Straße. Also man muss wirklich aufpassen. Extrem slippery today. Man sieht mich hier mit kurzer Hose und kurzem Leiberl. Aber ich meine, wenn es bergauf geht, kein Problem soweit. Eine Jacke für die Abfahrt habe ich dabei. Da heute am Nachmittag auch Gewitter angesagt sind, haben wir noch ein bisschen Regengewand auch dabei in der Satteltasche, aber die habe ich hier beim Anstieg versteckt in Cortina, weil da machen wir jetzt eine Runde und kommen eh wieder vorbei, also brauchen wir nicht unnötig mitnehmen. Für mich persönlich mein Saison-Highlight, der Stoneman Dolomiti. Wir versuchen es heute in der Gold Edition, das heißt hier 200 Kilometer, 5000 Höhenmeter an einem Tag. Es ist soweit, die letzten 10 Höhenmeter vom ersten Pass. Ist ganz gut gegangen, schön locker. Und jetzt kommt eine Abfahrt, die eher frisch sein wird. Und dann Passo Giao. Erster Pass geschafft. Etwas versteckt die Stempelstelle hier neben der Straße. Wetter Hammer. Weiter geht's. Also soweit
haben wir hier einen Traumtag erwischt. Das ist echt unglaublich. Und? Bestes Wetter. Traum, oder? Absoluter Traum. Jetzt gibt es noch eine kurze Abfahrt und dann fahren wir auf den Passo Giao. Ja, boy. Jetzt kommt der zweite Anstieg des Tages, der große, zweite große. 10 Kilometer, 1000 Höhenmeter und ja, der hat es ein bisschen in sich. Durchschnittliche Steigung 9% am Garmin. Dominiert die Farbe Orange und Rot, das heißt, es wird steil. Hier die Information, 29 Serpentinen geht's rauf. Man muss das positiv sehen, also es waren am Anfang des Berges 29 Kehren und hier hast du immer den Schilder, bei welcher Kehre wir gerade sind. Jetzt war Kehre 11. Jo, weiter geht's. Bei den Anstiegen rechne ich immer die Höhenmeter durch 250, also ich weiß, 250 Höhenmeter ist so ein guter Berg bei uns hier zu Hause in der Nähe. Und angenommen, jetzt sind hier noch 500 Höhenmeter verbleibend, dann rechne ich zweimal Hausberg rauffahren. Man sieht da immer kleine Etappenziele setzen. Ja, man kann das hier sehen, es ist die Hölle los hier am Passo Giao. Ziemlich harter Anstieg, finde ich. Gut, zwei der drei harten Anstiege absolviert. Jetzt geht's runter wieder nach Cortina d'Ampezzo. Während ich mich gerade hier die Abfahrt runterlasse, möchte ich kurz mal zum Thema kommen, wieso macht man sowas überhaupt? Warum tut man sich sowas an? Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar letztes Jahr habe ich ja eine Tour durch Österreich mit dem Rad gemacht, 7 Tage lang, war super schön. Aber da habe ich schon angefangen, Kreuzschmerzen zu bekommen. Etwas später im Jahr hatte ich dann eine Bandscheibenverschiebung und 3 Risse in der Bandscheibe. Nicht wegen dieser Reise, aber es war sicher ein Grund dafür. Ich habe dann höllische Kreuzschmerzen gehabt, die nicht mehr weggegangen sind, musste eine Physiotherapie machen und es hat wirklich lange gedauert, wieder fit zu werden. Und wenn man dann eben so im Winter auf seinem Hometrainer zu Hause sitzt und gegen die weiße Wand schaut, da brauche ich dann irgendwie eine Motivation, warum ich überhaupt trainiere. Ich habe ja schon verschiedene Challenges gemacht, sei es beim Glocknerkönig mitfahren, die besagte Österreich-Tour oder 2 andere Stonemans. Und deshalb habe ich mir gedacht, es muss jetzt was Größeres her. Somit habe ich dann den Gedanken gehabt, es wäre doch cool, diese Stoneman-Challenges mit einem goldenen Stein abzuschließen. Und da es sicher für meinen Rücken angenehmer ist, auf der Straße als im Gelände zu fahren, habe ich mich eben für die Road Edition von Stoneman Dolomiti entschieden. Und geht's auf den nächsten langen Anstieg. Der ist unterteilt in 2 Stücke. Einmal 600 Höhenmeter, dann sind wir in der Nähe von einem See und dann nochmal 700 mit ein paar sehr steilen Stücken. Auf geht's! Absolute Zerstörung hier in der Mittagshitze. Aber geil! Zeit für ein kurzes Update. Wir schreiben Stunde Nummer 5, 2600 Höhenmeter in den Beinen und ich muss sagen, das war bisher meine längste Trainingsfahrt, also die war 2600 Höhenmeter hoch. Ab jetzt kommt unbekanntes Terrain. Das kann was werden. Wetter hält noch. Natürlich ist es heute ein Wettlauf gegen die Zeit. Ein bisschen Bewölkung gibt es schon, aber ich würde mal sagen, jetzt geht's ans Eingemachte. So, machen wir sich mal diesen schönen Platz hier anschauen, bevor es zur absoluten Zerstörung geht. Refugio Aronso, oder wie das heißt, da geht's jetzt rauf. Bis zu 20% Steigung. Vorher holen wir uns jetzt noch ein Wasser hier vorne.
und verstecken die Satteltasche. Auf geht's. Wir schreiben Stunde 6 und es geht rauf zu diesem Refugio Aronso oder wie auch immer es heißt. Absolute Zerstörung. Ich bin total am Limit wieder hier. Hier sieht man eigentlich ganz gut, wie sich auch andere Radfahrer raufplagen, diesen Trecime-Anstieg. Der ist nämlich wirklich steil. Ja, ich habe gewusst, dieser Anstieg wird auf jeden Fall der Knackpunkt, der Turning Point werden. Es sind zwar nur noch 2,3 Kilometer und 300 Höhenmeter, aber es ist so steil, bis zu 20%. Also nach den 3000 Höhenmeter, die jetzt schon in den Beinen sind, schmerzt jeder Pedalumtritt. Die letzten 1,5 Kilometer auf diesem Höllenanstieg, darauf geht's. Wenn sich 165 Herzfrequenz anfühlt wie 200, weißt du, das ist Arsch. Letzten 50 Höhenmeter. Boah. Höchster Punkt der heutigen Tour ist erreicht, 2300 Meter. Dezent guter Anstieg, ja. Wie viel haben wir jetzt noch? Ich traue mich gar nicht schauen, ob wir noch verbleibende Höhenmeter haben. Naja, weniger als 2000, sagen wir so. Jetzt kurz wieder zwicken und dann geht's runter. Und dann werden wir wieder die Tasche aus dem Wald holen. Ja, da wir den gleichen Anstieg jetzt raufgefahren sind und umgedreht sind und wieder runtergefahren, habe ich mir gedacht, ich lasse die Satteltasche hier unten im Tal. Hier ging es rauf und ich glaube, wenn man es nicht weiß, kann man es nicht erkennen. Da ist sie drinnen. Wird jetzt wieder drauf montiert und dann geht es jetzt einmal 30 Kilometer bergab. Yes! Aber man muss jetzt wirklich sich konzentrieren, weil ich merke schon, ich war ein bisschen diesig im Kopf. Also, ich habe mittlerweile jetzt schon 4300 Kalorien verbrannt. Siebeneinhalb Stunden sitze ich jetzt auf diesem Fahrrad. 3600 Höhenmeter sind absolviert, 130 Kilometer. Aber jetzt ist bald eine Grenze erreicht. Ja. Das ist hier ein Anstieg, der rauf geht nach Padola. Padola, das kennen wir ja schon. Ja? Jedes Mal, wenn ich nach Padola komme, bin ich am Boden zerstört vom Stoneman Dolomiti Mountainbike Edition. Video dazu in der Beschreibung drunter. Es nieselt ab und zu, aber das ist eher mehr angenehm, als dass es stört. Tornante 14. Das geht jetzt bis 1 rauf. 6 Kilometer, 500 Höhenmeter noch bis Padola. Und dann kommt der nächste Pass. Das könnte die erste Challenge sein, wo ich dran scheitern werde. Der ganze Körper ist einfach nur fertig. Beine und Rücken spüre ich zwar, aber es ist das geringste Problem. Ich kann nichts mehr raus squeezen. Mach 140, 150 Puls, fühlt sich an wie 200. Das sind noch immer 296 Höhenmeter bis Padola. Ja, ich sitze hier am Boden, 100 Höhenmeter vom San Antonio Pass oder wie auch immer der heißt. Danach die Abfahrt nach Padola. Padola, der Ort, der mich schon einmal fast in die Knie gezwungen hat,
damals beim Mountainbike Stoneman Dolomiti. Aber heute schaut es nicht gut aus. Ich bin einfach körperlich so erschöpft. 140 Puls ist Maximalpuls aktuell und Ruhepuls von 100. Womöglich letzter Pass vor der Aufgabe. Bin ziemlich am Sand. Ich werde es nochmal mit einer Pause in Padola probieren und was zum Essen, aber schaut leider nicht gut aus. 4000 Höhenmeter sind erledigt, aber. Da ich zu dem Zeitpunkt wirklich fertig war, habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel in die Kamera gesprochen. Also was jetzt passiert ist, wir waren in Padola und haben eine Pause gemacht in einem Café. Da gab es ein Sandwich und ein Cola. Und dann haben wir mal unsere Optionen abgewägt. Soll man ein Taxi bestellen, fährt einer fertig und holt das Auto und holt den anderen dann ab. Und haben uns einfach dafür dann entschieden, wir probieren es einfach so weit es geht auf den nächsten Pass. Und jetzt sind wir hier wieder live dabei. Das ist der Anstieg zum Kreuzbergpass. Danke, ja, wirklich nochmal für die extra Motivation. Ich hätte echt gedacht, ich kopiere jetzt ein paar Dollar. Warte mal. Aber Max hat mich noch rauf gepusht. Noch 400 Höhenmeter extra. Jetzt holen wir uns den letzten Stempel hier. Und da vorne schaut schon regnerisch aus. Noch 1,9 Kilometer bis zum wirklich letzten Anstieg heute. 12. Anstieg. 3 Kilometer, 109 Höhenmeter. So, für die letzten Kilometer habe ich noch super Tracks aufgehoben, die mich boosten. Ja, Zeit für ein letztes oder fast letztes Update. Keine Ahnung wie, aber der Max hat mich raufgetragen, den letzten Berg. Und jetzt haben wir den Stein in Sechsten geholt und fahren die letzten 15 Kilometer. Und 100 Höhenmeter rauf und 10 Stunden im Sattel. Jetzt dokumentiere ich noch die letzten Höhenmeter dieser absoluten Zerstörung. 16 sind es noch, komplett am Ende. Aber wirklich jetzt, kein Spaß. 270 Meter, 12 Höhenmeter noch. Keine Sau mehr unterwegs auf der Straße hier. Schauen wir mal kurz die Start. 7000 Kalorien verbrannt. 11 Stunden am Rad. 145 Durchschnittspuls. 4834 Höhenmeter. 191 Kilometer. Eigentlich war es schon vor 40 Kilometern vorbei. Aber es wurde nochmal gepusht. Hier sind sie nochmal zu sehen, die drei Zinnen, um die wir heute gefahren sind. Und jetzt ist es gleich soweit hier. 2 Höhenmeter noch. 1 noch. Aber 32 Meter. 4% Steigung aktuell noch. Klingt nicht viel, ist es auch nicht. Aber nach 11 Stunden. Zermürbend. Anstieg abgeschlossen. Jawohl. Der letzte Anstieg war 14 Minuten. Oh, jawohl. Jetzt weiter ins Hotel rollen. Leider die letzten Kilometer konnte ich einfach nicht mehr diese schöne Landschaft genießen. Es ist hier wirklich nicht umsonst Weltkulturerbe. Es ist einfach unglaublich schön. Diese schroffen Felsmassive. Das ist Wahnsinn. Aber die letzten 40 Kilometer war ja dieser Blick. Ich habe immer gedacht heute, ich bin am Limit. War ich dann auch. Aber ich fahre so lang, dass ich entweder Nasenbluten kriege oder mich übergebe.
Und da geht immer noch ein bisschen was anscheinend. Aber jetzt ist wirklich vorbei. Das große Saison-Highlight. Jetzt folgen dann noch schöne Bikepacking-Touren mit meiner Freundin, um das Jahr ausklingen zu lassen. Aber ja, es ist wirklich schön, wenn man dieses Ziel hatte und wirklich drauf trainiert habe. Also von meiner Verletzung dann, ich weiß jetzt nicht, glaube ich, sind 7 Monate vorbeigegangen. Und ja, am Anfang viel spazieren, wandern gewesen, war leider noch nicht möglich am Rad zu fahren. Fleißig in der Physiotherapie gewesen und dann einfach put in the work. Die letzten Wochen waren wirklich gut mit 10 bis 14 Stunden Training pro Woche. Die Beine, ja, die sind gar nicht das Ärgste. Das mag man nicht glauben. Es ist einfach der Erschöpfungszustand vom Körper. Es ist einfach, wenn du voll, gibt das Gefühl, dass du bist voll am Limit und schaust am Puls 130, 135, mehr geht nicht mehr aus. Ab jetzt geht's bergab. Und wir sind zurück beim Startpunkt Refugio Ospitale. Und wie war deine gemütliche Trainingsausfahrt heute? Es war sehr schön. Das war es auf alle Fälle, ja. Viel Glück gehabt mit dem Wetter. Es hat alles gepasst. Nice.